reicht. Moin, moin, junge Lüd. Hier gibt es hier so lustige, so eine Reiserichs, oder wie heißt sowas? Wenn man immer die ganze Zeit, gut, dann ist ja alles gut. Der hat auch noch nicht, der ist so, noch, ziemlich neu, der hat noch nicht so einen guten Titel. Deswegen lassen wir das lieber. Ich sag nochmal moin, moin. Ich glaube, ich habe einfach gestern zu lange im Nest abgeschwurft, Alter, keine Ahnung. Das haben wir. Wo die Leute überall hinreisen heutzutage, das ist ja nicht mehr normal. Weißt du, früher war man froh, wenn man alle paar Jahre mal am Arnholzer See in Lürschau war. Aber jetzt muss das ja immer gleich Japan oder Argentinien sein, weil man da so toll in Feuerland reiten kann. Ja genau, ganz entspannter Reiturlaub in Argentinien. Und zu Hause werden die hässlichen Zossen Sonntagnachmittag mit Pferdeanhängern über die A7 gekarrt. Anstatt die Viecher zu reiten, wenn die so viel Bewegung brauchen. Oder wenigstens Pferdekutschen könnte man benutzen. Aber die werden lieber in so einen Anhänger gedrückt und von dicken Pferdemädchen in Schlabberpulli von einem zum nächsten Turnier geschüsselt. Vielen Dank. Pferde begeistern mich nicht. Das sind langweilige, opportunistische Zebras. Pferde haben mich als Kind schon genervt. Bei uns im Dorf gab es früher noch eine andere Familie, die auch Albrecht hieß, aber einen Pferdehof hatte. Wie oft habe ich aufgeregt oder mit Vorfreude den Hörer bei uns abgenommen, wenn ein vermeintlicher Freund zum Spielen anrief, am Ende aber immer nur irgendwelche Pferdedöschis irgendwelche Pferdefragen hatten. Leckt mich, Leute, wir sind nicht Pferde, Albrecht. Reisen ist auf jeden Fall anders heute. Und ich wollte neulich auch mal weg, in die USA. Als ich das erzählt habe, kam schon die erste Enttäuschung. Warum denn nicht Thailand? Warum denn nicht Nicaragua? Warum nicht Fiji oder Zimbabwe? Keine Ahnung, ich habe einfach zu viel Bob Dylan gehört und mag Pistazien. Warum reicht das nicht? Warum muss ich mich überhaupt rechtfertigen? Bin da auf jeden Fall hingefahren, habe mir das angeguckt. Und die, die erst meinten, das sei langweilig und genau wie hier, die waren danach alle am Fragen. Du warst in Malibu? Venice Beach? Und warst du denn noch surfen? Da wurde das Surfen so gut wie erfunden, Digga. Die Brettverleiher knöpfen dir erst galaktische Summen ab und dann verprügeln dich die Surfer im Wasser, wenn da so ein Otto wie du das Surfen üben will und die guten Wellen blockiert. Couchsurfen, das habe ich gemacht. Also ich habe mich da angemeldet und versucht, eine Unterkunft zu bekommen, aber mich wollte keiner. Bin wohl nicht interessant genug, nicht interessiert genug, nicht open-minded und traveler genug. Will nicht eine andere Kultur genug kennenlernen. Kultur kennenlernen, wenn ich sowas schon höre, dieser Kulturbegriff. Die und wir, Kultur schützen, Kultur kennenlernen. Weißt du, was das ist? Ein riesiger Klumpatsch, eine Textur. Eine dicke Suppe mit vielen Köchen und vielen Salzen. Eine Soße, ein See, in den alle von außen im Stehen reinpissen. Das ist Kultur. Wollen. Ja oder nicht? Das ist Kultur. Wollen alle kennenlernen, ne? Die jungen Wilden. Vor allem die deutsche Abi-Elite. Die arbeitet als Erntehelfer, weil das so aufregend und anders ist. Aber wenn das immer alles so eine andere Welt ist, wenn du mal 40 Stunden im Flieger sitzt, dann kannst du lieber mal einen Klappspaten unter den Arm klemmen und 20 Stunden Fahrrad fahren. Dann bist du in Brandenburg. Dann kannst du dann wie in Neuseeland auf dem Acker arbeiten und Spargel stechen. Alle Helfer sind polnisch, da kannst du mal richtig eine neue Kultur kennenlernen. Oder oben an der dänischen Grenze Pölserwürstchen verkaufen, ist ja total anders. Aber die amerikanische Kultur, wirklich, ganz besonders. Also alles wie zu Hause mit mehr Zucker und mehr Burger, weiß man ja schon aus allen Vorurteilen. Ja, hat mich auf jeden Fall keiner genommen beim Couchsurfen, weil ich ganz klar einfach nur ein Assi bin, der durch Couchsurfing für Umme irgendwo pennen will. Aber es ist außerdem eh nur eine Sexfalle, weiß auch jeder. Lädst du dir hübsche Menschen ein und hast am Ende, huch, doch kein Sofa oder eine Luftmatratze über, dafür aber ein großes Bett, das man sich ja teilen könnte und dann knicki-knacki Sexfalle. Niemand will da sein tolles Leben zeigen oder teilen. Auch nicht mit mir, auch nicht mit dir vielleicht schon, keine Ahnung. Musste im Hostel pennen und blechen, aber was noch viel schlimmer war, waren die ganzen anderen Hostelbewohner. Ich habe natürlich immer das Zimmer mit den meisten Betten drin genommen, das ist immer das günstigste. Der Preis, den man dann mit erzwungener Unterhaltung ausbaden muss, ist allerdings deutlich höher. Hostels sind die Keimzellen der offen kritischen Globalisierungsdiskussionsrunden und Austragungsorte der Reisegeilfühler-Wettkämpfe. Da berichtet dann jeder, wo er schon überall war und noch überall hin will, schiebt eine billig gespielte Interessefrage an einen anderen in der Runde, um direkt wieder unterbrechen zu können, dass er da aber auch schon war. Total super, ne? Aber nicht so toll wie in... Genau. Und es ist immer total egal, wo man herkommt. Also völlig toleriert und total unwichtig. Und trotzdem ist die erste Frage immer, wo man herkommt.
Wenn das so scheißegal ist, dann hör auf, das zu fragen. Lass uns lieber wieder über deine geilen Reiseerfahrungen reden. Und das sind ja auch immer Studenten. Kein normaler Mensch geht auf Reisen, die wirklich interessant wären. Ein Bäcker, der mit Schwarzbrot Friesenkruste durch den Sudan wandert oder so. Stattdessen dreht sich alles im Kreis. Was machst du denn zu Hause, wenn du wiederkommst? Wird sich dann alles ändern? Nein, ich mache genau die gleiche Scheiße wie vorher und das ist okay. Klar, ich würde auch am liebsten den ganzen Tag in Vietnam mit Moped rumfahren, aber da reden die Leute kein Plattdeutsch. Keine Ahnung, wahrscheinlich könnte man das sogar wirklich. Und wolltest du dich hier selbst finden auf der Reise? Dein Leben und deine Zukunft überdenken? Nein, ich wollte einfach nur Urlaub machen. Muss man immer eine Sinnkrise haben, wenn man Deutschland verlässt? Ich habe mich nie gesucht. Ich habe mich gefunden in Klein-Danneberg. Da bin ich aufgewachsen und habe 20 Jahre gelebt. Tippitoppi. Ich will nur meine Ruhe und einen billigen Urlaub. Aber in den Hostels, da muss man dann ja immer was mit den anderen Travelern machen, weil die alle immer nett und interessiert sind. Da will man ein paar Tage am Strand abhängen, sich alleine im Wald verkriechen. Aber nein, da wird man dann von seinen neuen Reisefreunden dazu genötigt, sich einen Mietwagen zu holen und in die Wüste hinauszufahren. Abenteuer erleben, die man in den nächsten Hostel runterbetet. Ich habe extra keine Freunde mitgebracht und ich hatte auch nicht vor, mit welchen wiederzukommen. Ich wollte für mich sein, alleine, aber das geht nicht, weil man dann immer gleich wieder sich selbst suchen muss. Amerika, dachte ich, das sind alles so kacke mit ihrem Trump-Gedöns, da werde ich schon niemanden mögen. Und dann kommen da diese beschissenen Hostel-Traveler und versauen einem die Einsamkeit. Dauernd muss man auf irgendeinen Pub-Crawl und sich kennenlernen wollen. Nächstes Mal fahre ich nach Malle. Da kann mich nicht finden, da kann mich auch nicht drin verlieren. Aber da kann man mich immerhin vergessen. Vielen Dank. Helge Albrecht. Und wieder einmal schreiten wir zu den Wertungen. Unsere Punktejury weiß Bescheid.